Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Batman Arkham Knight. Ich bin Marv und nachdem wir in der letzten Folge Cobblepot eingesackt haben und quasi alle Nebenmissionen bis zum jetzigen Stand des Spiels abgeschlossen haben, geht's jetzt endlich mit der Hauptmission weiter und zwar werden wir die seismischen Aktivitäten auf Myagani Island untersuchen. Alles durch hier. Die kommen noch etwas später, aber sonst haben wir alles erledigt. Alfred, ich werde die seismische Aktivität auf Myagani Island untersuchen. Ich fürchte, es sind keine guten Nachrichten, Sir, wie alles heute Nacht. Ja. Heute Nacht ist echt die Hölle los. Keine Chance! Da bleiben sie sich aber auch treu, dass Batman nur in der Nacht spielt, die Spiele, also dass die Nacht quasi ewig geht. Zwischen Riddler und Scarecrow entscheiden muss, nehme ich den Stromausfall. Ist aber auf jeden Fall auch klar, weil tagsüber mit Batman irgendwie durch den Sonnenschein zu schwingen und sowas alles, das ist ja auch nicht ganz richtig, ne? Also irgendwas passt dann da doch auch nicht. Weißt du, was das Ding mit Autos macht? So, seismische Aktivitäten, das sind die Pflanzen von Poison Ivy, die da ein bisschen Stress machen. Es ist mir auch schon aufgefallen, dass da irgendwas abgeht. Alfred, ich habe die Quelle der seismischen Aktivitäten entdeckt. Die Abstände scheinen kleiner zu werden. Ich weiß, was es ist. Und es ist nicht gut. Ach, Scheiße. Halt! Wir haben seine botanischen Gärten drei Drohnen verloren. Sie konnte es nicht lassen. Schickt Diamondbacks und schon Rattler. Macht sie kalt! Du hast gerade deine Position verraten. Zeit, dass Scarecrow dafür zahlt, was er mir angetan hat. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Tja, dann schauen wir doch mal, was daraus wird. Meine Ranken werden sie zerquetschen. Drohne offline. Ja, dann sag deinen Ranken mal Bescheid, weil bisher mache ich hier alles allein. Überhaupt nicht. Kann mich auch mal jemand treffen hier? Oh, das war gut ausgerichtet. Das war ein Treffer, schön. Jupp. So. Wo waren die Ranken? Cobra-Panzer. Das ist doch ein Stichwort. Auf das Stichwort Cobra-Panzer antworte ich mit... Was können wir hier machen? Nachbrenner? Nein, warte, da gab es was hier im Batmobil-Waffen. Mit... dem. Schüsse mit dem 60mm Geschütz locken Cobra-Drohnen der Miliz an die Stelle des Aufschlags. Eine sehr effektive Taktik für Ablenkungsmanöver und Hinterhalte. Genau richtig jetzt für unseren Einsatz. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Na, deine blöden Ranken haben eh nichts gemacht. Mit dem Raketensperrfeuer treffen. Also das war jetzt natürlich nicht ganz so cool.
Was ruckelt denn das jetzt hier? Wobei ich sehr gute FPS habe. Kämpf dir einen Weg hier aus! Wenn ich den Schwachpunkt des Panzers anvisiere, kann ich ihn aus der Entfernung mit dem Raketensperrfeuer treffen. Das sind so viele. Schauen wir mal, ob ich den von hinten erwische. Oh, es gibt sogar Musik. Hier ist nichts. Hier ist Schrott. Patrouille wieder aufnehmen. Er wird schon einen Fehler machen. Oder einen von euch zerstören. Vier Cobras übrig. Noch immer nichts von ihm, Sir. Sehr leid. Wir haben eine Cobra verloren. Behalte Suchmuster bei. Genau. Schönes altes Suchmuster beibehalten. Damit man sich gut darauf einstellen kann. Na, warum kann er sich aufschalten? Ist er nicht aufgeschaltet? Ist das ein Problem? Oh. Weg, weg, weg. Oh, fuck. Bin nicht weggekommen. Aber das war ja auch ein Bug. Hätte ich auf den aufschalten können, dann wäre das kein Problem gewesen. Du bist erledigt. Und Gotham ist es auch. Ja. Deine blöde Maske nehme ich dir schon noch vom Gesicht. Pass mal auf. So schnell ist Gotham nicht erledigt. Solange ich noch atme oder wieder zum Atmen komme, kämpfe ich weiter. So, Stufenanstieg, 16 Punkte. Gleich mal wieder das Ding hier auswählen. So, immer noch 13 Punkte. Was nehme ich denn noch? Gibt so vieles, was man noch nehmen könnte. Den Gleittritt und dann Dinger anvisieren. Im Kampf könnte ich noch ein bisschen was machen. Spezialkombo Batclaw ausschalten. Was war das hier? Aufgeladene Superbetäubung. Spezialkombo DSL. Den muss ich auf jeden Fall nehmen. Mit Multiboden ausschalten, das reicht jetzt. Um uns aufzuhalten. Werden Sie nicht. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. In der nächsten Folge bist du es hoffentlich. Wo ist denn der blöde Panzer? Sir, ich kann das Benzin hier nicht finden. Er ist weg. Verteilt euch, findet ihn. Orbitalscan initiieren. Sofort, Sir. Da. Na, das war jetzt nichts. So, den haben wir. Wie schon mal gesagt, es ist immer super, die Formation zu halten, wenn man da eben gerade schon schlechte Erfahrungen mitgemacht hat. Das ist cool. Das mit allen jetzt? Batman, deine Zeit ist abgelaufen. In meiner Stadt gibt es kein Versteck. Oh Gott. Die machen ja extrem viel Schaden, wenn die mich treffen.
So, jetzt einen Moment. Eine Kobra ist links rum, eine ist rechts rum. Hab ihn verloren! Wir haben die Leute! Treiben wir ihn raus! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Ich kann ihn nicht finden! Orbital Scan Sergeant! Er ist da draußen! Das? Na also. Programmiere Cobra für Gegenschlag. Ich kann ihn nicht stoppen. Müssen Sie auch nicht. Jetzt da nicht. Muss ich da schon wieder mit dir tanzen? Initiiere Orbitalscan. Siehst du das, Batman? Es gibt kein Versteck. Fuck. Wenn ich den Schwachen ich steck fest. Kann ich ihn aus der oh, leck mich doch, ehrlich. Das gibt's dann nicht. So, diesmal kriegen wir es hin, da bin ich mir ziemlich sicher. Sauber. Hat ja nur ein paar Versuche gedauert, ne? Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich. So, wo ist der Eingang zu Ivys Hütte? Oben rum? Sagt er wirklich oben rum? Er sagt oben rum. Dann. Oh, nochmal schauen, ob wir hier irgendwie nach oben kommen. Catwoman, was hat sie gemacht, um Nick mal so zu verärgern? Nichts, gar nichts. Er hat sie nur geschnappt, um an Batman zu kommen. Da war ja was. Catwoman ist immer noch in Gefahr. Die müssen wir auch noch retten, früher oder später. So, das kann doch nicht so schwer sein, da hochzukommen. Irgendwie von außen. Nimm doch einfach hier den einfachen Weg, Batman. Hab gehört, die Jungs vom Pinguin hatten die Fledermaus im Visier, bis einer seiner Helfer aufgetaucht ist. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein, brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Oh je. Ach du Scheiße. Aber wie es weitergeht, sehen wir erst in der nächsten Folge, ob Batman das überlebt. Ivy, runter!